Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2, der Randomizer Nachtlock Challenge im Hürdenmodus. Beim letzten Mal haben wir das Wüstenresort durchquert und mussten uns regelrecht im wahrsten Sinne wirklich durchkämpfen. Nicht nur durch den Sandsturm, sondern auch durch einige nicht zu verachtende Trainerkämpfe. Und am Ende des Weges sind wir jetzt hier gelandet, im alten Palast. Und genau hier können wir uns jetzt das nächste Pokémon fangen. Denn hier haben wir einen weiteren zusätzlichen Encounter und wollen uns natürlich auch hier ein bisschen umsehen. Zwei Dinge gibt es, die ich hier übertreibsam gelernt habe. Erstens, wenn du mitten durchspazieren willst, fällst du sofort hinunter. Zweitens, wenn du versuchst, mit Schwung hindurchzulaufen, wirst du in den Strudel gezogen und fällst genauso hinunter. Okay, wir dürfen also, das will er damit sagen, nicht rennen. Sobald wir uns hier im Treibsandareal befinden und versuchen zu sprinten, werden wir direkt nach unten gezogen. Und da sehe ich sogar einen Trainer. Wir müssen hier also auch ein bisschen kämpfen, so wie es aussieht. Hier gehen wir mal vorsichtshalber ganz außen rum. So, mit wem wollen wir denn diese Aufgabe bewältigen? Ronaldinho ist vorne, ist in Ordnung. Die sollte das, denke ich, ganz gut handeln können. Hoffen wir es zumindest mal. Und vielleicht finden wir ja auch etwas über die Geschichte dieses zerfallenen alten Tempels heraus. Denn wenn ich jetzt gerade ganz ehrlich bin, ich bin mir gerade unsicher, ob wir... Oh, Wimbulara. Ein potenziell gefährliches Pokémon. 25. Was wollte ich gerade sagen? Genau, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob man in Schwarz und Weiß 1 hier etwas über die Story dieses alten Tempels erfährt. Ich meine nämlich nicht, aber vielleicht hier in diesem Spiel. Auf jeden Fall Simvolara. So schwer ist der Name nicht. Auch ein Pokémon der 5. Gen. Designtechnisch okay, sage ich mal. Ein Basis-Pokémon von Typ Psychoflug, sprich anfällig auf den Knirscher, aber das Pokémon, weil jetzt eben ein Basis-Pokémon ist, hat relativ gute Werte schon und könnte ein Knirscher sogar überleben. Rückenwind ist sogar schneller als wir. Deswegen nützt der Rückenwind dir jetzt in diesem Fall nicht besonders viel, mein liebes Psycho-Pokémon. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass der ausreicht. Okay, es war ein Crit. Denn sonst hätte das Pokémon sicherlich überlebt. Hat mir ein bisschen Glück. 1300 Erfahrungspunkte. Holy fuck. Level up für Radikal. Level 25. Der Part fängt ja schon mal gut an. So, von deinen Artgenossen, von den ganzen Psychos, haben wir schon im letzten Part einige besiegt. Und da wollen wir an dieser Stelle genau so weitermachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob wir uns den Treibsand da hinunterfallen lassen oder ob wir einfach die Treppe nehmen. Ist, glaube ich, ein bisschen gesünder. Und da steht schon der nächste Psycho. Ich sage ja, wir wollen genau da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und alle haben angeblich besondere Kräfte und können irgendwas vorhersehen. Tja, könntet ihr mal eure Niederlagen voraussehen, und schon wieder fangen die kleinen Minidex an. Dann würdet ihr nämlich gar nicht erst versuchen, gegen mich anzutreten. Hallo Molly Murba, ein weiteres Psycho-Pokémon, das unsere Flinkklaue erschnüffelt. Wonach auch eine Flinkklaue immer riechen sollte, ich habe keine Ahnung. Übrigens noch ein Level Up und unsere Brocka wird sich entwickeln. Das könnte sogar theoretisch passieren. Und die Flinkklaue, das hat natürlich Molly Murba auch gerochen, aktiviert sich. Und wie immer, jedes Mal, wenn sich diese bescheidene Flinkklaue aktiviert, geht unser Felswurf daneben. Warum Molly Murba jetzt gerade nicht mit einer Psychoattacke, sondern einen nicht sehr effektiven Duplex-Hieb angreift, bleibt mir ein Rätsel, wie so vieles in der Pokémon-Welt. Komm, wir probieren es noch einmal. Oh, fuck. Das war vielleicht sogar eine Taktik von dem, um mich in Sicherheit zu wiegen. Der wollte erstmal meine Robustheit brechen mit dem Duplex-Hieb und damit MC-Strahl mich zu finishen.
und ein Volltreffer hätte mich gefinisht. Da war ich jetzt gerade wirklich etwas unvorsichtig. Das war taktisch, wenn das wirklich so gewollt war, ganz clever gespielt. Und wenn er wirklich clever sein sollte, geht er natürlich gleich nochmal auf den Psi-Strahl. Das ist auf Level 25 schon den Psi-Strahl beherrscht. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Itemsperre. Hä? Okay, ich habe ihn, glaube ich, gerade ein bisschen überschätzt, denn der scheint irgendwelche zufälligen Moves zu droppen. Itemsperre soll uns egal sein. Wir beenden das mit einer Finte. Denn Psycho-Attacken wären auf Gianluca eher sowieso nicht effektiv gewesen. Reicht noch nicht ganz für ein Level Up. Aber nach dem nächsten Kampf sollte es dann soweit sein. Aber bevor wir in den nächsten Kampf gehen, sicherheitshalber ein Tafelwasser, das unsere Brocker voll heilt. So, und wir warten ja immer noch auf unseren Encounter. Hier finden wir aber erstmal nur ein Item. Die TM12, der Verhöhner. Und ich habe so langsam den Eindruck, dass die TMs nicht gerandomized wurden. Kann das sein? Wir haben bis dato nur nicht so brauchbare TMs gefunden. Aber jetzt finden wir erstmal unseren Encounter. Und das für den alten Palast ist ein Plinfer. Wie genial ist das denn? Unser nächstes Starter-Pokémon, diesmal aus der 4. Gen aus der Sinnoh-Region. Und ich hatte doch in den letzten Parts immer wieder gesagt, wir brauchen unbedingt ein Wasser-Pokémon. Und hey, da haben wir es. Hallo Plinfer. Allerdings möchte ich hier mit Brockern nicht drinbleiben, oder? Wobei, eine Attacke kann ich eben raushauen. Wir haben ja die Robustheit. Selbst wenn er jetzt mit der Hydro-Pumpe des Todes daherkommen sollte, würden wir das überleben. Ich gehe mal auf den Zertrümmerer. Und mal wieder die Flinkklaue. Allerdings machen wir keinen Felswurf, sondern den Zertrümmerer. Und der hat eine hundertprozentige Genauigkeit. Macht allerdings kaum Schaden. Fast genauso wenig wie der Schnabel. Sorry Leute, da muss ich mich einmal räuspern. So, jetzt werde ich aber definitiv wechseln. Die Frage ist nur zu wem. Ich denke zum Lazynizer. Denn der hat ja den Gegner drauf. Und ein schlafendes Pokémon. Ein schlafendes wildes Pokémon ist ein gutes Pokémon. Denn das können wir dann wesentlich einfacher fangen. Gegner los. Ich weiß nicht, ob es noch ein Zertrümmerer über... Ja, wahrscheinlich schon, ne? Der Zertrümmerer von... Kiesling hat jetzt nicht so viel gemacht. Jetzt kommt er mit dem Blubstrahl. Bis es einschläft, heile ich mich wieder einmal mit dem Target-Dieb hoch, so herum. Eigentlich eine ganz gute Taktik. Immer erst Gene einsetzen und in der Runde, wo es dann einschlafen wird, also genau jetzt, können wir in der Zwischenzeit uns einmal hochheilen. So, die Frage ist, ob das jetzt ausreicht. Ich habe so meine leichten Zweifel, aber wir probieren es einfach mal. Denn die Fangrate von Starter-Pokémon ist gar nicht mal so hoch. Ja, das wird, glaube ich, schwierig so. Die Frage ist aber, überlebt es noch ein Zertrümmerer? Mal ganz kurz auf die Werte schauen. Attack 59, Kiesling hat boah, immerhin 15 weniger, das ist doch eine Menge. Ich probiere, glaube ich, noch einmal einen Ball zu werfen. Oder wir wechseln mal eben zu Slotbina. Ich möchte dieses Plinfer auf jeden Fall fangen. Unser erstes Wasser-Pokémon, das möchte ich nicht missen. Der kleine schlafende Pinguin, wie süß er aussieht. So, Zerschneider sollte es auf jeden Fall noch tanken. Bitte kein Volltreffer, Bibor. Ja, vielen Dank, liebes Bibor. Du hast gerade unseren Encounter für den alten Palast vernichtet. Ich hätte doch ein Pokéball werfen sollen. Ach, das ist jetzt ganz leicht ärgerlich.
Und ich werde sogar wegen 2 KP jetzt extra noch ein Tafelwasser benutzen. Because we can. Wir haben ja die Kohle. Ach, Mann, Bibor, warum? Plimpfer wäre ein wunderschönes Pokémon gewesen und du vernichtest es. Ja gut, keine Zeit zum Trauern. So, wir schmeißen uns lieber nach unten. Wo kommen wir da raus? In ein anderem Areal, by the way. Item-Radar mal wieder eingeschaltet. Und wir finden... Oh, Überraschung, mal wieder ein Item, ein Riesen-Nugget, was wir für gut Geld verkaufen können. Und was können wir uns für Geld nicht kaufen? Richtig, gute Pokémon. Nicht wahr, Bibor? Boah, das ist jetzt wirklich etwas ärgerlich gelaufen. Aber was willst du machen? Aber was ich gerade sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, wir haben theoretisch hier in diesem alten Palast noch einen zweiten Encounter. Ich weiß nicht, ob wir den sogar... Ich glaube schon, dass wir den sogar schon holen können. Müssen wir mal schauen. Allerdings bin ich mir gerade unsicher, ob wir uns den schon holen wollen. Denn ich glaube, dieser Encounter ist auf Level 30. Und mit unserem aktuellen Team könnte das unter Umständen schwierig werden. Aber werden wir gleich mal schauen. Erstmal müssen wir ein Monozyto aus dem Weg räumen. Ein weiteres Psycho-Pokémon, ihr ahnt es, der fünften Generation. Oh, und die Flinkklaue triggert und Felswurf trifft. Ich bin ja hellauf begeistert und sogar ein Volltreffer. Und sogar dreimal. Okay, das war jetzt irgendwo, ich glaube, ein Ausgleich für das gerade gestorbene wilde Plimpfer, oder? Oh Mann, ich hätte gerne ein Wasser-Pokémon gehabt. Und Empoleon, die späteste Entwicklungsstufe von Plimpfer, wäre auch ein richtig starkes Pokémon gewesen. Aber hey, immerhin unser Starter in diesem Let's Play, unser gerandomizer Starter, entwickelt sich jetzt das erste Mal, liebe Freunde, auf Level 25. Nanu, Brocker, entwickelt sich. Erleben wir onscreen die erste Entwicklung überhaupt. Und so sieht das Ganze aus. Nicht besonders spektakulär. Relativ ähnlich wie in den Vorgänger-Editionen auch. Und da haben wir es. Glückwunsch, Steinbrocker wurde zu einem Sedimantur. Und das versucht Juwelenkraft zu erlernen. Eine gute spezielle Gesteinsattacke, aber es ist eben eine spezielle Attacke. Ich meine, die Lebensstelle. Wobei die Lebensstelle könnte vielleicht unter Umständen noch nützlich sein. Brauchen wir die Kopfnuss? Komm, wir machen mal die Kopfnuss weg. Ist, glaube ich, relativ egal, ob wir die Kopfnuss oder Juwelenkraft haben. Denn der Spezialangriff von Sedimantur ist weiterhin, glaube ich, sehr, sehr bescheiden. Gucken wir uns Brockers erste Entwicklung genauer an. Spezialangriff 34. Immerhin ein bisschen stärker geworden. Die Fähigkeit ist Robustheit geblieben. Zum Glück ein Angriffswert von 60. Und einen Verteidigungswert ebenfalls von 60. Mal kurz mit dem Rest des Teams vergleichen. Sedimantur hat sogar einen besseren Angriff als Muntier. Und auch eine bessere Verteidigung. Nur seine Spezialverteidigung ist sehr bescheiden und genauso seine Init. Ich glaube, es gibt kaum ein Pokémon, das langsamer ist als Sedimantur, als unsere Brocker. Okay, aber das Problem bleibt ja weiterhin bestehen. Da werde ich jetzt nochmal wirklich bis zum nächsten Part nachforschen, ob wir da doch irgendwie die Möglichkeit haben, Sedimantur zu Brocolos zu entwickeln. Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber hey, notfalls müssen wir mit Sedimantur in der jetzigen Form so weitermachen. Denn ich bin ganz ehrlich, wir könnten natürlich Sedimantur ablegen auf die PC-Box, aber ich bin jemand, der sehr ungern sein Starter-Pokémon aus dem Team nimmt. Nur wenn es wirklich irgendwie vonnöten wäre.
Ah, und da wären wir wieder beim Thema, hätten wir Plinfa gefangen? Was hätte ich dann gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo anders rauskommen. Ich glaube nicht, oder? Nee, da kommen wir in denselben Raum wie beim ersten, bei der ersten Abbiegung ebenfalls. Und ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts, ne? Können wir den Encounter, den ich vorhin angesprochen habe, doch noch nicht holen? Gibt es noch irgendwo einen zweiten Zugang? Wir hätten übrigens hier auch Dratini fangen können. Aber bei Dratini auch mal wieder das Problem, wie bei vielen Drachen, sie entwickeln sich sehr, sehr spät. Wäre zwar cool gewesen, auch ein Dragonier zu haben, das wäre schon cool genug. Was ich übrigens vom Design aus cooler finde als Dragoran. Aber es hätte sich eben sehr spät entwickelt. Plinfa wäre mir da tatsächlich sogar lieber gewesen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Es sind Dinge geschehen. Hallo, Bummels. Dich kennen wir ja noch. Und ich glaube, ich setze mal eben einen Schutz ein, oder? Wobei, ich glaube, ich brauche gar keinen Schutz. Beziehungsweise, wir haben, glaube ich, gar keinen Schutz mehr, ne? Ich erinnere mich dunkel. Ja, beim letzten Mal haben wir unseren letzten Schutz schon verwendet. Aber weiter können wir hier anscheinend nicht. Oder gibt es noch irgendwo einen anderen Zugang? Wir gucken nochmal kurz draußen uns ein bisschen um. Spiel, du willst mich doch echt natzen. Oh, wir hätten auch kaum Alat hier fangen können. Der alte Palast birgt ein paar sehr, sehr coole, starke Pokémon. Aber Bibor dachte sich so, nö, ich zerschneide lieber alles. Cut, cut. Oh mein Gott, warum? Okay, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Das hier scheint kein Zugang zu sein, aber ich meine, war es nicht zumindest in Schwarz und Weiß 1 so, dass es hier noch einen separaten Eingang irgendwo gab? Oder kommen wir da erst zu einem späteren Zeitpunkt hin? Es ist schon so lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber es sieht so aus, als würden wir diesen Encounter tatsächlich aktuell noch nicht fangen können. Aber okay. Gut, dann wurde es nichts mit einem neuen Teammitglied. Und wir können die Wüste dementsprechend verlassen. Der Weg war mehr oder weniger umsonst. Kostenlos und umsonst. So, wir heilen nochmal unser Team. Und dann kehren wir so langsam wieder zurück auf die Route 4. Denn ich glaube, wir haben noch ein kleines Stückchen vor uns zu laufen, bevor wir in der nächsten Stadt in Rayono City ankommen, wo die vierte Arena dann auch schon relativ bald auf uns warten wird. Ich weiß gar nicht, ob storytechnisch bis dahin jetzt noch irgendwas passiert, ob Team Plasma nochmal auftaucht, aber ich glaube, irgendwas wird noch passieren. So, was ich mal wieder vergessen habe, Itemradar, aber hier ist sowieso nichts. Und was ist das hier? Was ist das für ein Gebäude? Das ist nicht... Genau, ich wollte gerade sagen, das ist nicht der Übergang zu Rayono City. Denn dieses Gebäude hier ist, glaube ich, auch etwas komplett Neues. Einklangpassage. Eine lebendige Passage am Puls der Zeit. Klingt cool, aber was genau ist das hier? Hm, was mache ich hier nur? Ihr kann es doch niemals alleine bewältigen. Ach, ich glaube, das war auch mehr oder weniger ein Feature in Pokémon Schwarz und Weiß 2. Willkommen in der Einklangpassage. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist das hier also nichts weiter als eine normale Straße. Ach, ups, wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Das machen übrigens die wenigsten in diesem Spiel. Sehr erfreut, ich bin der Besitzer der Einklangpassage. Ich habe keinen Namen. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Und deswegen frage ich dich, ein 11- oder 12-jähriges Mädchen, das überhaupt keine Lebenserfahrung hat. Moment mal, ich habe die Idee.
Hey, du bist doch ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Jemanden wie dir, der auf seiner Reise viele Menschen begegnet, könnte ich diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na, was sagst du? Würdest du das nicht gerne mal versuchen wollen? Wir sind zwar viel auf Reisen, aber was genau sollen wir denn machen? Bleibt uns überhaupt eine Wahl? Ich sage mal nein, weil ich keinen Bock auf diese Scheiße habe. Okay, wir müssen's doch verstehen, alles klar. Vielen Dank, Mann, dass du dich so schnell hast doch überzeugen lassen. Also gut, dann sag mir doch mal, was du so für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakterisiert und den du am liebsten in die Welt hinausrufen würdest? Vorsicht. Die Worte, die du gleich eingeben wirst, können über die Drahtlosfunktion, eingelesen werden. Was ist dein typischer Ausspruch? Das wird die ganze Welt erfahren. Oh mein Gott, ganz YouTube schaut gerade auf mich. Was möchte ich denn der Welt mitteilen? Ich habe keine Ahnung, außer... Schnauze. Verstehe, toller Spruch. Und was sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest, beziehungsweise was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Oh Gott. Ja, ich hab's verstanden. Was sagst du, wenn du gerührt bist? Oh, pff, was sag ich denn, wenn ich gerührt bin? Oh my fucking Jesus Christ, Gott. So, sind wir jetzt hier fertig? Anscheinend noch nicht. Hey Chef, es wird langsam Zeit für den nächsten Termin. Ach ja, den hätte ich fast vergessen. Meine lieben Assistentin, ich habe gehört, was Sache ist. Ihr habt gehört, was Sache ist. Ich überlasse alles weiter in euren fähigen Händen. Ich muss da mal los. Okay, dann zieh Leine. Ach, und da sind noch zwei Ast-Trainer. Die sehe ich jetzt erst. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Wie soll mir dich denn ansprechen? Ach Gott. Welcher Trainertyp bist du? Ach so, oh. So bist du nur in dieser Stadt genannt. Ihr könnt mich ruhig, wobei, das können wir auch in Großbuchstaben lassen. Ich bin ja ganz bescheiden, was das angeht. Es reicht, wenn ihr mich mit Master... Wo ist denn der Schritt? Da ist denn der Schritt. Ihr könnt mich mit Masterin ansprechen. Versteht ihr? Masterin. Ihr Name ist Rin. Oh mein Gott. Schön. Masterin! Das klingt irgendwie witzig, aber gut. Du bist hiermit nun im vollen Umfang verantwortlich für diese Passage. Das ging schnell. Ich bin ein 12-jähriges Mädchen, sei nochmal nebenbei angemerkt. Und hier können wir irgendwelche tollen Sachen machen lassen. Einklangpassage, Büro von Masterin. Masterins Büro, guten Tag. Hast du irgendwelche Fragen? Wo bin ich hier? Das ist genau die passendste Frage, was man hier stellen kann. Was soll ich hier machen? Ich glaube, das ist tatsächlich auch nur für Wi-Fi-Connection, dass wir hier irgendwelche Items später schneller craften können oder erlangen können. Ich glaube, wir werden das hier niemals wirklich aktiv nutzen. Deswegen gehen wir hier mal ganz schnell durch unsere Passage hindurch. Hier können wir später, jetzt wo der Brunnen da steht und die ganzen Säulen hier noch stehen, da können wir später, glaube ich, noch irgendwelche Läden errichten. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwie die Möglichkeit haben, aktiv in diesem Let's Play ohne Wi-Fi-Connection da etwas zu bewirken. Deswegen lassen wir das mal beiseite. Und jetzt sind wir doch tatsächlich in Rayono City. Diese Passage, die uns gehört, einer 12-Jährigen, sei nochmal nebenbei angemerkt, führt also direkt nach Rayono. Guten Tag. Was geht hier so ab bei dieser hübschen Musik? Oh, da oben... Ahne ich schon wieder Böses.
Camilla ist die Arenaleiterin von Riono. Ja, die werden wir auch noch früh genug kennenlernen. Na, Firula, stimmt. Hier war ja auch die Eisenbahn, beziehungsweise die Bahnverbindung. Von hier aus können wir in einige Städte reisen. Hier finden wir erstmal einen Hypertrank versteckt. Vielen Dank. Ja, für Dreier und drei Umkämpfe braucht man drei Pokémon. Das ist uns auch bewusst. Wir gehen erstmal ins Pokémon Center. Ich weiß gar nicht, ob wir uns heilen müssen. Wir tun es auf jeden Fall. Wir könnten auch nochmal gleich mit dem Medaillentypen sprechen. Wobei ich nicht glaube, dass wir mittlerweile über 50 Medaillen zusammen haben. Denn dann wollte er uns, wenn ich mich richtig erinnere, ja irgendetwas geben. Vielleicht auch mal irgendetwas Nützliches für uns. So, ja, erstmal her mit den ganzen Bronze-Dingern hier. Notar, okay. Ich habe keine Ahnung, wofür die ganzen Durstlöscher, wofür die ganzen einzelnen Medaillen sind. Freigetränk. Wahrscheinlich, nachdem wir eine gewisse Anzahl an Getränken gekauft haben. Pedant. Okay, haben sich doch ein bisschen, ein paar Sachen angesammelt. Holy shit. Spitznamenkönig. Spendierhosen. Ja, das passt ja wieder zu uns. Vor allem Kampfmeister. Vor allem zu unseren Jogginghosenmaster. Zu Gianluca. Effektivität, okay. Oh, ein Herzchen. Neuer Actionheld. Okay, immerhin ein paar gesammelt. 25, genau die Hälfte haben wir jetzt. Hui. Long way to go. So, Pico Schiller hat sie auf Level, auf Route 5 gefangen. Route 5, ich glaube, da können wir theoretisch auch wieder ein Encounter fangen. Erstmal die Frage, müssen wir irgendwas kaufen? Oh, wir können schon Superschutz nach dem dritten Orden, können wir Superschutz kaufen. Und das werde ich zugleich auch mal tun. Wisst ihr was? Wir haben ja die Kohle. Wir geben mal 10.000 Poké-Dollar für 20 Superschutz aus und haben immer noch fast 80.000. Und vor allem, wir haben ja noch ein bisschen was zu verkaufen. Zum Beispiel das Riesennugget. Ah, das können wir hier gar nicht verkaufen. Aber die Perle, ne? Ja, die Perle immerhin für 700. Das normale Nugget für 5.000. Den Sternstaub für 1.000 immerhin. Pokewedel brauchen wir nicht. 500. Minipilz. Können wir, glaube ich, später an einem bestimmten Ort für mehr Geld verkaufen. Deswegen behalte ich den Minipilz mal. Und hier haben wir noch Eisen. Pokémon-Drogen können wir auch ruhig verkaufen. Genauso wie die ganzen Beleber-Items. KP Plus, weg damit. Beleber, 750. Protein, auch nochmal 4.900. Und zack, wie viel Kohle haben wir jetzt? Sehen wir es hier irgendwo? Nö. Wo sehen wir es denn wieder? Holy shit, wir haben über 100.000 Poké-Dollar. Pokébälle haben wir auch mehr als genügend. Wir können auch schon Hypertränke kaufen. Okay, ich meine, wir haben gerade einen gefunden, aber wir können sogar schon Hypertränke kaufen. So, was verkaufst du? TM-Abteilung. Ja, okay, es sind jetzt nicht die super, mega geilen TMs, aber Donnerwelle zum Beispiel können wir gut gebrauchen später. Pyroball, auch eine gute spezielle Stahlattacke. Kaufen wir mal. 10.000, Lichtschild und Reflektor kosten 30.000. Und wisst ihr was? Wir haben das Geld. Kaufen wir erstmal alles, was möglich ist. Und haben immer noch 24.000 Poké-Dollar auf Tasche. Haben wir schon mit dir gequatscht? Nee, haben wir nicht. Denn wir finden von ihm, oder erhalten von ihm, ein Purpurstück. Jawohl, vielen Dank. Und irgendjemand gibt ist in Maria City der Scherben, die, also nicht Scherben, sondern diese Stücke, die wir in Wirbeln finden können, gegen irgendwas eintauscht. Interessant zu wissen. Aus der Prüfung. Wie gut bist du wirklich als Trainer? Ich bitte dich. Ich bin Master. Masterin. Oh mein Gott, jetzt bringe ich diesen Spruch bestimmt häufiger mal. Kaum besitzt unsere kleine Lady eine eigene Passage, wirkt sie ein bisschen arrogant. Ein schillerndes Rokaimann, da fehlen mir echt die Worte. Wo? Du bist doch kein schillerndes, oder?
Schillernde Pokémon sind übrigens die deutsche Bezeichnung für Shiny-Pokémon. Aber das Pokémon da sah mir jetzt nicht nach einem Shiny aus. So, ansonsten Biber zum Beispiel, bla bla bla. Oh, ein Papierkorb, den wir noch nicht kontrolliert haben. Hey, bleib stehen. So, ein Sonnenstein. Da scheint mir doch die Sonne aus dem Allerwertesten. Stimmt, Baumball. Das ist richtig. Wenn wir irgendwann mal einen Baumball fangen sollten, können wir es gerne mit dem Sonnenstein zu Elfun entwickeln. Also unter anderem, oder unter Umständen, das wollte ich sagen. Moment, da war noch ein Papierkorb, den ich nicht gecheckt habe. Unter Umständen, wenn wir ein Baumwoll irgendwo fangen sollten. Habe ich gerade Baumwoll gesagt? Baumwoll. Das Baumwollen-Pokémon, genau. Sollten wir ein Baumwoll irgendwo fangen, können wir den Sonnenstein sehr gut gebrauchen. Was bist denn du? Ach, du bist dieses... Oh, wie hieß es noch? Dieses Kaulquappen-Pokémon der fünften Generation. Was ich übrigens völlig unnötig fand. Denn es gab ja schon mit Quapsel unter anderem schon Kaulquappen- bzw. Frosch-Pokémon. Warum sollte man noch mehr Frosch- und Kaulquappen-Pokémon in die Pokémon-Welt einfließen lassen? Naja, muss jeder ja selbst entscheiden. Hallo, jetzt bleib doch mal stehen. Ach genau, und hier in dieser Stadt, ich erinnere mich, standen auch noch zwei Stadien, beziehungsweise ein Stadion und eine Halle, wo wir auch noch ein bisschen trainieren können. Von ihr bekommen wir eine Sanftglocke. Vielen Dank dafür. Wenn wir ein Pokémon finden sollten, das sich durch Zuneigung entwickelt, sollten wir diesen die Sanftglocke zum Tragen geben, denn die bewirkt, dass die Zuneigung schneller steigt. So, mit einem Blick zur Uhr, liebe Freunde, ich glaube, wir müssen schon wieder langsam zum Ende kommen. Die Stadt, sagte ich glaube ich schon beim letzten Mal, ist nach Stratos die zweitgrößte in dieser Region. Mit dem Grillmarkt möchte ich noch kurz quatschen. Es mag zu grillen, wollte es glaube ich gerade damit sagen. Okay, Grillmark, gut zu wissen, ich mag es auch zu grillen. Aber dafür haben wir in diesem Let's Play wahrscheinlich keine Zeit. Und apropos Zeit, wir haben auch keine Zeit mehr in diesem Part. Deswegen beenden wir diesen an dieser Stelle und setzen unsere Stadttour beim nächsten Mal fort. Und wir werden auch herausfinden, was der männliche Protagonist da vorne tut. Er scheint sich mit zwei älteren Herrschaften zu begnügen. Was es damit auf sich hat, erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Schwarz 2, der Randomizer Nuzlocke Challenge im Hürdenmodus. Bis dahin macht es gut und ciao ciao, sagt euer Killer.